Heute interessiert uns, wie die Gravitationskonstante ermittelt wurde und wer ihr Entdecker ist. Nein, es ist nicht Newton, er hat nur das universelle Gravitationsgesetz aufgestellt. FG steht für die Anziehungskraft eines Körpers und wird in Newton angegeben. Dieser Ausdruck hier hat die Einheit Kilogramm zum Quadrat pro Quadratmeter. Welche Einheit hat denn wohl G nochmal? Denkt dran, dass G die Proportionalitätskonstante ist und die Steigung der Geraden angibt. Kümmern wir uns nun ums Wesentliche. Wie ist es Cavendish gelungen, diese Naturkonstante G zu ermitteln? Damals verwendete er eine Apparatur, die sich ein gewisser John Mitchell ausgedacht hat. Bevor er sein Werk vollenden konnte, starb der gute Mitchell leider. Also machte Cavendish Butter bei die Fische, baute Mitchells Konstruktion nach und führte das Experiment durch mit dem Ziel, die Dichte der Erde zu bestimmen, welche vielen Wissenschaftlern damals Kopfzerbrechen bereitete. Die Abbildung der Gravitationswaage, die ihr hier sehen könnt, ist nur eine vereinfachte Darstellung von der Apparatur, die Cavendish wirklich verwendete. Um Störfaktoren wie die Luftreibung möglichst gering zu halten, platzierte er die komplette Vorrichtung in eine Holzkiste, ca. 3 Meter hoch und 3 Meter breit. Auf Höhe des unteren Holzarms installierte er 2 Teleskope, um den Drehwinkel, sprich die Auslenkung, genau ablesen zu können. Hä? Was kann denn wohl mit Auslenkung gemeint sein? Nicht ohne Grund brennen an beiden Seiten hier die Kerzen. Das Herzstück dieser Apparatur ist dieser hauchdünne Torsionsdraht. Torsion meint nichts weiteres als die schraubenförmige Verdrehung des Drahtes um die Längsachse. Je dünner und länger der Stahldraht, umso leichter lässt er sich verdrehen. Wie kommt es denn nun zu der Torsion dieses Stahldrahtes? Na, hast du das etwa schon wieder vergessen? Jeder massebehaftete Körper übt eine Anziehungskraft auf die Umwelt aus. Die kleineren Bleikugeln sind 700 Gramm schwer. Die großen Kugeln hingegen wiegen jeweils fast 160 Kilogramm. Demnach ist klar, dass die kleineren Kugeln in Richtung große Kugel wandern. Je mehr Masse ein Körper hat, desto stärker seine Anziehungskraft. Der in dieser vereinfachten Konstruktion angebrachte Spiegel am Torsionsdraht dreht sich also mit, wenn die kleineren Kugeln angezogen werden. Und genau dafür brauchte Cavendish seine Kerzen. Heutzutage werden Laserstrahlen verwendet, um die Auslenkung des Holzarmes genauer zu bestimmen. Nach dem Hooke'schen Gesetz lässt sich diejenige Kraft berechnen, die der Torsion entgegenwirkt. In diesem Fall steht K für die Drehsteifigkeit des Stahldrahtes und Theta für den Winkel, um welchen der Holzarm ausgelenkt wird. Drehsteifigkeit ist ein Maß dafür, wie leicht sich der Torsionsdraht verdrehen lässt. Haben wir astronomische Werte für K, so müssen wir sehr, sehr viel Kraft aufbringen, damit der Stahldraht tordiert. Dieses weiße USB-Kabel lässt sich sehr leicht verdrehen. Hat es also eine große oder eine kleine Drehsteifigkeit? Nachdem wir den Begriff der Drehsteifigkeit geklärt haben, möchte ich noch einen weiteren Begriff einführen. Das Drehmoment! Gegeben sei eine Kraft F, die auf die Pedale wirkt. Über einen Hebelarm der Länge L kann die Kraft auf die Welle übertragen werden. Und das Fahrrad bewegt sich. Juhu! Fassen wir zusammen, das Drehmoment ist die Ursache dafür, warum Körper rotieren. Wollt ihr mehr über dieses Thema erfahren, so schaut euch das Kapitel Dünn 4 an. Setzen wir unsere Rechnung nun fort. Die Formel für die Kraft ist uns ebenfalls bekannt. Diese beträgt die Gravitationskonstante G mal das Produkt beider Massen dividiert durch den Abstand der Kugeln zum Quadrat. Setzen wir F nun in die obige Formel ein, so erhalten wir folgenden neuen Ausdruck. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Uns sind alle Größen bekannt. Der Winkel Theta, die beiden Massen sind uns bekannt, der Abstand ist uns bekannt. Nur G und K ist uns unbekannt. Um nach G aufzulösen, müssen wir irgendwie dieses K herausfinden. Dieses K hat der gute Cavendish aus der Schwingungsdauer T berechnen können. Stellt euch einfach vor, wenn das jetzt der Torsionsdraht ist und ich ihn einmal drehe, dann dreht er sich ab einem gewissen Zeitpunkt wieder zurück. Das Fachwort lautet harmonische Schwingung und das wohl gängigste Beispiel dafür ist das Federpendel. Aber wir wollen jetzt nicht zu tief in die Thematik eingreifen, denn wir sind ja keine Maschinenbauer. T meint nichts weiteres als die Zeit, die vergeht, während der Holzarm mit den kleinen Kugeln ausschwingt und wieder zurückschwingt, in seine ursprüngliche Lage. Die Formel für T erhalten wir aus der Kreisfrequenz. Diese gibt uns Auskunft darüber, wie viele Umdrehungen innerhalb einer Schwingungsperiode stattfinden. Im Bogenmaß selbstverständlich daher auch diese 2π. Für dieses kleine Omega, sprich für die Kreisfrequenz, können wir folgenden Ausdruck verwenden. Wenn wir jetzt nach T umformen, erhalten wir endlich unsere Formel für die Schwingungsdauer.
Das Trägheitsmoment ist uns ebenfalls bekannt. Die Formel dafür lautet Masse mal den Radius hoch 2. Und da wir zwei mehr oder minder träge Kugeln haben, multiplizieren wir unser Ergebnis mit dem Faktor DOS. K ist somit die einzige Unbekannte dieser Gleichung. Wir formen nach K um und setzen unser Resultat in unsere ursprüngliche Gleichung ein. Die Formel für den Winkel Theta setzt sich zusammen aus der Bogenlänge und dem Radius. Wir wissen, dass Cavendish für seine Messungen einen Spiegel verwendete. Um den vom Spiegel reflektierten Lichtstrahl zu messen, verwendete er Nonius-Skalen. R entspricht hierbei der Entfernung des Spiegels zum Lineal mit den Nonius-Skalen und die Bogenlänge entspricht dem Abstand zwischen dem projizierten Lichtstrahl in Ruhelage des Systems und dem abgebildeten Lichtpunkt zum Zeitpunkt der Torsion. Alle Unbekannten sind bekannt. Für G ergibt sich also folgender Monsterausdruck. Schnell weg damit! Bitte berechnet nun, mit welcher Kraft mich die Erde anzieht. Zur Info, ich wiege 100 Kilo. Hasta luego.